Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Buchschnack. Ich habe ja schon ziemlich lange kein Pick My Sub gemacht und weil es eine sehr besondere Zeit im Jahr ist für mich, nämlich die Herbst- und Halloween-Zeit, haben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland und ich uns gedacht, dass wir ein Pick My Sub Special machen. Und was jetzt so special an diesem Pick My Sub ist, das verrate ich euch gleich. Also schnappt euch eine Tasse Tee, macht es euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Ich habe Sarah Fotos von Büchern geschickt, von denen ich der Meinung bin, dass die thematisch richtig gut in die Herbst-Halloween-Zeit passen. Und Sarah hat sich aus diesen Büchern drei rausgepickt, die ich eben in der nächsten Zeit lesen soll. Das Ganze haben wir natürlich auch umgekehrt gemacht. Das heißt, ich habe aus Sarahs Grusel-Sub, Grusel-Schauer-Sub, auch mal drei Bücher rausgesucht, die sie in der nächsten Zeit lesen soll. Und welche Bücher Sarah mir rausgesucht hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo liebe Steffi und hallo an alle Zuschauer. Ich habe die große Ehre heute, Steffi ein paar Gruselbücher auf den Lesestapel zu packen und ich freue mich total. Ich liebe Herbst, ich liebe Grusel, ich liebe Halloween und ich habe mich total gefreut, dass Steffi und ich da zusammen dieses kleine Pick-My-Sub-Projekt jetzt starten, um uns schon so in Gruselstimmung zu versetzen. Und ja, ich habe mir deinen Sub angeguckt, Steffi, und der war sehr, sehr schlecht für meine Wunschliste. Ich sag mal so, ein paar Bücher durften auch schon direkt bei mir einziehen, die ich nachbestellt habe. Da muss ich kurz mal reingrätschen. Mir ging's bei Sarahs Sub tatsächlich ganz genauso. Das war auch sehr schwierig. Also diese Pick-My-Sub-Sache haben wir uns irgendwie nicht so ganz genau überlegt. Ich habe mich jetzt aber auf drei Bücher beschränkt, die ich dir total gerne auf den Lesestapel packen würde. Ich liebe ja alles, was sich so um das Thema Geister, Hexen dreht, alles, was sowieso ein bisschen düster ist. Und ich musste dir einfach dieses Buch hier auf den Lesestapel packen. Der Geist von Lucy Gallows. Das ist geschrieben worden von Kate Alice Marshall. Ich kenne das Buch nicht, ich kenne die Autorin nicht und bin total gespannt, ob sich dahinter so vielleicht so eine klassische Geistergeschichte verbirgt. Und dann wird das nämlich direkt nachgekauft, kann ich dir sagen. Das ist dieses schöne Buch hier. Der Geist von Lucy Gallows von Kate Alice Marshall. Und wenn euch der Autorinnenname etwas sagt, dann vielleicht, weil ihr dieses Buch schon kennt. Ich lebe noch. Davon habe ich euch ja auch schon erzählt. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes, sehr interessantes, sehr spannendes, ungewöhnlich nicht, aber ein sehr spannendes Buch, das ich mir auch total als Film vorstellen kann. Aber es geht um dieses Buch hier. Und das ist aus dem Fester Verlag, aus der Rubrik All Age. Und das Ganze spielt in Briar Glen. Genau. Und in Briar Glen erscheint einmal im Jahr um Mitternacht eine Straße im Wald. Und wenn man diese Straße entlang geht, dann findet man den Geist von Lucy Gallows. Genau. Und Becker hat das gemacht vor einem Jahr und sie ist eben seit einem Jahr verschwunden. Kein Mensch weiß, wo sie abgeblieben ist, außer Sarah. Sarah ist Beckers Schwester und Sarah glaubt zu wissen, was passiert ist, nämlich dass Becker sich auf die Straße begeben hat, die einmal im Jahr um Mitternacht erscheint und den Geist von Lucy Gallows gesucht hat. Sarah begibt sich auf die Suche nach Becker und erhält tatsächlich eines Tages eine Nachricht mit einer Botschaft, das Spiel zu spielen. Ja, und Sarah begibt sich also mit ihren Freunden auf die Straße, die dann tatsächlich erscheint um Mitternacht in dem Wald. Ja, und sie begibt sich auf die Suche nach ihrer Schwester. Und jetzt steht hier noch: Stranger Things trifft auf The Blair Witch Project in diesem außergewöhnlichen Geisterthriller. Diese beklemmende Geschichte voller Psychospiele wird im effektiven Pseudo-Stil eines Dokumentarfilms erzählt. Fans des übernatürlichen Horrors werden begeistert sein. Klingt das nicht total gut? Also da freue ich mich sehr drauf. Gucken wir mal, was Sarah mir noch so rausgesucht hat. Dann kommen wir jetzt zu einem Buch, was ich bei dir entdeckt habe und direkt mir nachgekauft habe. Und deshalb würde ich es dir total gerne aus egoistischen Gründen auf den Lesestapel packen. Und zwar ist hier die Rede von Die Spiegel von Kentwood Hall. Entschuldigt, Kettlewood Hall. Ich finde das Cover schon so cool. Man sieht es jetzt hier wahrscheinlich gar nicht. Steffi wird es ja gleich nochmal in groß zeigen. Und das klingt nach einer mysteriösen Geschichte. Und ich hoffe, die hat auch ein bisschen Spannung in sich und natürlich auch Gruselmomente. Und da würde ich natürlich dann sehr, sehr gerne deine Meinung zu hören, weil das wird bei mir auch nicht lange auf dem Sub liegen. Und dann können wir uns ein bisschen austauschen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Und zwar ist das von Maya Elish. Genau, Die Spiegel von Kettlewood Hall. So sieht's aus. Ich finde, es sieht schon sehr, tatsächlich sehr mysteriös aus. Ich finde, hier mit dem Spiegel und diese Frau in dem weißen Kleid und den langen schwarzen Haaren hat so ein bisschen was von The Ring, oder? Das Ganze ist im Knauer Verlag erschienen
Und ist, glaube ich, ein Mix zwischen Geistergeschichte und Romanze. Hier geht es um Iris. Das Ganze spielt im Übrigen 1886 in England. Ich finde die Epoche ja sehr interessant. Es geht um Iris. Und Iris ist die Tochter einer Dienstmagd, die mal in Kettlewood Hall gearbeitet hat. Dort arbeitet sie schon lange nicht mehr und Iris verdient ihr Geld als Fabrikarbeiterin. Ja, sie strebt aber schon nach Höherem, also sie gibt sich mit dem Leben als Fabrikarbeiterin nicht zufrieden und entdeckt eines Tages, nachdem ihre Mutter gestorben ist, eine Schachfigur und ahnt, woher diese Schachfigur stammt, nämlich aus Kettlewood Hall. Und Iris merkt sehr schnell, dass da irgendetwas bei den Kettlewoods nicht mit rechten Dingen zugeht. Plus, irgendetwas scheint in den Spiegeln zu leben. Ja, und dann geht es plötzlich um Leben und Tod und eben Liebe. Deswegen ist das auch eine Romanze. Bin sehr gespannt, ob das vielleicht jetzt mal. Ich bin da sehr zwiegespalten, was Romanzen angeht. Ne? Das artet für mich immer ganz, ganz schnell in Kitsch aus. Und ich bin sehr gespannt, ob die Tatsache, dass hier auch eine Geistergeschichte mit dabei ist, mir die Romanze nicht allzu sehr schnell, allzu schnell auf die Nerven geht. Vielleicht auch gar nicht auf die Nerven geht. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, ne? Ich versuche es immer wieder mit Romanzen, immer wieder. Gucken wir mal, was Sarah als drittes rausgesucht hat. Dann bin ich bei dir auch fündig geworden, was so die Gruselgeschichten betrifft, die so im Jugendbereich angesetzt sind, würde ich jetzt so auf den ersten Blick sagen. Und da ist mir eins ins Auge gestochen. Und zwar Hinter den Feldern von Manuel Deinert. Und das sieht so vom Cover her aus wie so eine schöne Gänsehautgeschichte. Ich habe damals schon diese Fear Street und Gänsehautbücher geliebt und auch die Serie. Und das erinnert mich so ein bisschen an so eine alte, gute Kindergruselgeschichte, ne? Wie der Junge da im Feld steht, und es hat auch so ein bisschen was dadurch von Stephen King. Ich weiß nicht, warum ich Felder mit Stephen King irgendwie in Verbindung bringe, aber so ist es. Und da bin ich einfach neugierig, was für eine Geschichte sich dahinter verbirgt. Da hat sie ein tolles Buch rausgesucht. Und zwar ist es von Manuel Deinert, Hinter den Feldern. So sieht das Buch aus. Es ist schon ein Hingucker, ne? Also das muss ich auch sagen. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, weil ich glaube, bei dieser Art von Covern scheinen sich auch so ein bisschen die Geister. Also ich finde auch, das ist ein Hingucker. Und ich verstehe, was du meinst, Sarah, mit Stephen King. Ich sehe, woher das kommt. Das hat auch ein bisschen was mit, also bei mir hat das auch ein bisschen was mit dem Jungen zu tun. Stephen King ist ja für mich so derjenige, der auch Kindercharaktere sehr besonders schreibt. Ich finde ja, dass die Kindercharaktere bei Stephen King immer sehr erwachsen sind. Aber tatsächlich muss ich sagen, fühle ich mich hier so ein bisschen an S erinnert. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Aber ich verstehe, woher das kommt. Oder das hat irgendwas mit dem Titel zu tun. Hinter den Feldern. Das klingt auch so ein bisschen wie er, der hinter den Reihen geht. So, wisst ihr, von Kinder des Zorns? Das hat damit gar nichts zu tun. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Hinter den Feldern wird nichts mehr so sein wie vorher. Sommer 1986. Der 10-jährige Leon hat es nicht leicht im Leben. Er hat Asthma, eine Mutter, die mehr Verbote kennt als die Schulordnung, doofe Klassenkameraden und Sommerferien, mit denen er, wie mit sich selbst, nichts anzufangen weiß. Zum Glück wohnt Großvater bei ihnen. Der kennt die tollsten Geschichten und ist Leons bester Freund. Als der Leon von den heilenden Kräften des Flüsterchens erzählt, begibt sich Leon heimlich auf die Suche nach jener sagenumwobenen Blume. Er will endlich gesund und ein ganz normaler Junge sein. Doch etwas völlig anderes erwartet ihn hinter den Feldern. Eine spannende und herzerwärmende Geschichte über Selbstzweifel, Verlust und Akzeptanz, vor allem aber eine Hymne auf Großväter. Ja, das hat mir dann so den Rest gegeben. Da bin ich sehr gespannt auf das Buch. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich finde auch, das klingt so wie eine tolle Lektüre, so kurz vor Halloween. Wisst ihr? Ja, das hat sie wieder mal sehr gut ausgesucht. Das sind die drei Bücher, für die ich mich entschieden habe. Es fiel mir sehr schwer. Ich hatte noch wirklich ein, zwei Stück in einer engeren Auswahl, auch Bücher, die ich gelesen habe. Zum Beispiel von Alice Hoffmann im Hexenhaus. Kann ich nur empfehlen, ist auch eine tolle Geschichte. Aber die anderen haben mich dann doch ein bisschen neugieriger gemacht. Und ich würde dir jetzt noch so eine kleine Zusatzaufgabe stellen. Die ist kein Muss. Das ist wie in der Schule so ein bisschen eine Sternchenaufgabe. Und zwar hat Steffi dieses wunderschöne Werk hier auf dem Lesestapel von Benjamin Lacombe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und das sieht so schön aus. Ja, und ich habe nämlich von ihm auch eins zum
bekommen, also eins, was er illustriert hat, und zwar Alice im Wunderland. Und ich mag diese düsteren Zeichnungen einfach so gerne. Steffi, ich hoffe, du bist zufrieden mit meiner Auswahl und ich wünsche dir ganz viele tolle, schaurig schöne Lesestunden. Und ja, vielen Dank, dass ich da dein Vertrauen hatte und das entscheiden durfte. Halloween wollte ich schon sagen, aber noch nicht. Das ist ein traumhaftes Buch, Leute. Das sieht so aus. Es hat so einen lederanmutenden Einband. Das Ganze ist illustriert von Benjamin Lacombe, aber geschrieben worden von Sebastien Pérez. Hinten steht noch drauf, eine schrecklich nette Familie. Sebastien Pérez erzählt ihre erstaunliche Geschichte mit subtilem Humor und Benjamin Lacombe verleiht der Familie einen einzigartigen Glanz. Ja, das stimmt, der hat so eine bestimmte Art zu zeichnen. Das erkennt man schon, also der hat schon seinen eigenen Stil so. Hier gibt es ein Bild, das finde ich so wunderschön. Also ich finde alle Bilder wunderschön, aber eins besonders. Der Stimpy schnarcht, ich höre ihn bis hier. Und zwar, das ist auch wunderschön, aber das ist es nicht. Und zwar, Momento. Guck mal, hier ist auch ein Bild von mir drin. Naja, hier ist es. Das finde ich wirklich sehr, 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 sehr schön. Stellt euch das mal eingefasst in einem goldenen Bilderrahmen vor. Schon schön, ne? Ja, da freue ich mich natürlich auch sehr. Der kann halt ganz besonders zeichnen. Und hier hinten steht noch, merke, die wahren Monster sind die, denen man das nicht ansieht. Da kann sich jetzt jeder sein eigenes Urteil bilden, ob das stimmt oder nicht. Sarah, du hast ganz tolle Bücher ausgesucht. Ich freue mich auf alle und ich hoffe, dass ich auch die Fleißaufgabe noch bewältigen kann. Da gebe ich mir sehr viel Mühe, weil ich auch sehr neugierig bin auf das Buch. Ne? So ihr Lieben, jetzt springen wir alle mal rüber zu Sarahs Video. Da habe ich nämlich ein paar Bücher für sie rausgesucht und ich bin gespannt, was Sarah von den Büchern hält, die ich ihr da rausgesucht habe. Verratet mir doch mal bitte, welches Buch von denen, die Sarah hier rausgesucht hat, ihr am interessantesten findet. Das würde mich mal interessieren. Ich halte euch nochmal alle hoch. Das ist einmal Der Geist von Lucy Gallows. Dann Die Spiegel von Kettlewood Hall. Dann haben wir Hinter den Feldern. Ja. Und Die erstaunliche Familie Appenzell. Das ist das hier. Abschließend bleibt mir nur noch eine Frage. Und zwar, kennt ihr schon mein Instagram-Profil? Da geht es nämlich aktuell ziemlich herbstlich zu, wie ihr hier sehen könnt. Da würde ich mich total freuen, wenn ihr da auch mal vorbeiguckt. Außerdem finde ich, dass ihr nach all der Zeit, in der ihr meine Videos guckt, auch endlich meinen Kanal abonnieren könntet. Also ich meine, das könntet ihr auch wenigstens jetzt mal machen. Spaß beiseite. Und vielleicht war es auch kein Spaß. Vielleicht war es ernst gemeint. Bis dann, ihr Lieben. Habt noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Genießt die Herbstzeit, die vorherbstliche Herbstzeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.